Es gibt keine Erfahrungswerte, was so ein Motor mit einer Turboaufladung, mit dieser Turbogröße, mit dem Ladeluftkühler, mit dem Ansaugsystem leistet. Da gibt es noch nichts. Das ist wie gesagt ein Prototyp. Es war schon ewig geplant, dass wir in eine neue Werkstatt, neue Halle umziehen, also für unser Team. Man hat das auf andere Videos öfter gesehen. Wir waren da in Räumlichkeiten, wo es nie davor vorgesehen war, dass man solche Projekte betreibt. Fahrzeugbreite auf der Vordachs kann ich mit dem ein bisschen einstellen. Das Auto das erste Mal gerade hinstellt, damit man das links und rechts wirklich hundertprozentig gleich macht, dass die Geometrie ja passt. Das war eine normale Garage, wo es werkstatttechnisch nicht so schlecht ausgerüstet war, aber es war einfach klein. Und durch das, dass wir jetzt da einfach Zeit gehabt haben, weil wir gesagt haben, wir kennen das Projekt Saxo 2018, war es damals, noch nicht so betreiben, wie wir eigentlich möchten, haben wir gesagt, wir fangen jetzt einfach mit unserer neuen Werkstatt an. Und dann haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, was die Begebenheiten betrifft, einfach mehr Platz. Wir haben einfach einen Ort, der dafür vorgesehen ist, dass man Autos baut, Autos umbaut. Also haben wir das dann einfach gesagt, wir machen das fertig und danach wird dann der Saxo gemacht. In dem Zusammenhang muss man sich herzlich bedanken bei der Firma Hohnwarter. Also den Hohnwarter Mario kenne ich ja schon länger und der hat uns im Prinzip die Halle, in die Werkstatt hat er uns den Boden, den Harzboden verlegt. Einen herzlichen Dank der Firma Hohnwarter, Mario. Der zweite, der da ganz wichtig zu erwähnen wäre, ist unser Schneeweiß Jürgen. Wir haben da vor allem die komplette Verkabelung, das hat uns ja alles gemacht. Er ist ein Mitglied von unserem Team, aber das ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit, dass er uns da so hilft und mehr oder weniger unentgeltlich arbeitet. Also einen großen Dank an den Schnee, der was einen richtigen Riesenbeitrag für das Ganze geliefert hat, dass das jetzt dann auch so schnell funktioniert und eben auch fertig wird. Natürlich hat sich dann die Frage gestellt, wie wollen wir das jetzt angehen? Wir haben im Saxo das Problem, dass der größte Motor, der 1,6 Liter Motor ist, der überhaupt in dem Saxo verbaut ist. Das heißt jetzt, ein 2 Liter Motor war eigentlich in Planung, dass man sagt, okay, man baut das Ganze auf 2 Liter Saugmotor. Wir haben aber dann kurz drüber gerechnet und das Ganze versucht abzuschätzen. Wir waren da auf mindestens zwei Probleme gestoßen. Erstens, die Größe vom Motor wäre wahrscheinlich ein Problem geworden. Und das größere Problem, was ich eigentlich die Angst gehabt habe von der vorderischen Seite her, dass der Motor beim Saxo komplett vor der Vorderachse liegt, ist auch das ganze Gewicht vom Motor vor der Vorderachse. Und somit wird der Saxo kopflastig. Uns war das eigentlich Grund genug, dass man das Ganze in eine andere Schiene bewegt und dass man einen 1,2 Liter Knopf Turbomotor baut. Da werden jetzt die meisten natürlich gleich sagen, so wenig Hubraum mit Turbo und so weiter, das fährt sich nicht, das ist nur Drehzahlorgel und so weiter. Wir glauben halt, dass wir mit der Firma ECU Performance und Nemeth Motortechnik da einen relativ guten Pakt haben, würde ich sagen, oder eine Kombination aus Leistung und Fahrbarkeit. Man muss aber auch dazu sagen, dass das ein reiner Prototypenbau ist. Es ist uns nicht bekannt, dass von PSA, also Peugeot, Citroën, irgend so ein Projekt schon gibt,
was auf so wenig Hubraum mit Turboaufladung basiert. Wir sind da ein bisschen Pioniere jetzt und wir gehen einfach das Risiko ein und sagen, wenn man es nicht probiert, dann werden wir es nicht wissen. Der grundlegende Plan war, dass man sagt, man nimmt das 2016 Auto so wie es war. Das hat ja funktioniert. Gibt den 1,6 Liter Motor raus, tut einen 1170 Kubik Motor mit Turboaufladung einbauen. Das war der Plan. Das Problem, das erste Problem, was sich dabei ergeben hat, ist, dass sich der Motorverkauf von dem 1,6 Liter Motor etwas verzögert hat und somit gewisse Gelder einfach gefehlt haben für das neue Projekt. Jetzt haben wir zwar ein bisschen angefangen damit, aber haben das relativ langsam betreiben müssen, weil einfach, wie gesagt, ohne Moos nichts los. Weil einfach also der richtige Startschuss, dass man sagen, okay, man kann das jetzt richtig betreiben, dass man sagt, man macht das in relativ flotter Manier fertig, haben wir gewusst, geht erst, wenn der Motor verkauft ist. Was ist der momentane Stand? Wie gesagt, wir haben Anfang Jänner 2019 und jetzt wollen wir beleuchten, was schon passiert ist, was noch gemacht gehört, was jetzt die weitere Vorgehensweise ist. Und da ist eigentlich das größte Teil, der größte Bereich, was man sagen kann, der ist fertig. Das ist der neue Motor. Ist eine Co-Produktion von Firma ECU Performance mit Nemeth Motortechnik. In dem Fall hat Unterbau und so weiter zusammengebaut das Ganze Firma ECU Performance, Kapsromen. Die Kopfbearbeitung haben wir der Firma Nemeth Motortechnik überlassen. Zusammengebaut hat es dann wieder eine Firma ECU Performance. Wir haben das Ganze schon im Auto eingebaut gehabt, sind aber drauf gekommen, wir müssen ein paar Sachen ändern, wir brauchen andere Motorhalterungen und so weiter. Haben Vorwerkstreben dazu gebaut, weil wir jetzt eh die Möglichkeit haben, dass wir mehr Gewicht verbauen können, weil ja das Mindestgewicht in der 2 Liter Klasse höher ist. Jetzt nutzen wir das natürlich für sinnvolles Gewicht. Ja, wie gesagt, der Motor steht vor mir, ist fertig, ist bereits mit dem Getriebe zusammengeflanscht. Das Ansaugsystem und Auspuffsystem ist von der Firma RaceMe Engineering aus Oberösterreich. Der hat im Prinzip das Auto dann gekriegt mit dem Motor und hat gesagt, okay, der Turbo kommt da hin und hat rund um alles gebaut, dass es halt ins Auto reinpasst. Ist ganz gut geworden, schaut sehr fein aus. Wir haben ein wenig Angst vor grundsätzlich der Thermik von dem Motor. Ein turbo aufgeladener Motor entwickelt wesentlich mehr Hitze als ein Saugmotor. Und wir haben in die Richtung einige Sachen gemacht, damit wir die Hitze nicht viel auf gewisse Komponenten abstreuen lassen kann. Was man gleich als erste Sicht ist, dass wir den ganzen Krümmer mit einem Hitzeschutzband isoliert haben. Dann auch weiter vom Turbo den kompletten Auspuff bis nach hinten wieder mit Hitzeschutzband isolieren, weil wir ja unseren Schacht haben, der komplett ummantelt ist, der ganze Unterboden und so weiter, ist rund um den Auspuff und somit haben wir ja mit dem alten Auto schon das Problem gehabt, dass da eben das geschützt gehört. Ja, da sieht man jetzt den Rest vom Auspuff, den die Firma auch RaceMe gebaut hat. Und da kann man eben schön erkennen, dass wir da dieses Hitzeschutzband, ist aus Basaltfaser, dass wir das bis fast ganz hinten aufgebracht haben, weil das eben, wie gesagt, dann im Unterboden, das ist teilweise nur ein paar Zentimeter vom Unterboden entfernt und dass wir da einfach kein Problem haben mit der Temperatur. Es wird dann noch
wenn alles fertig ist, eingebaut ist, wird der Turbo selbst auch noch mit irgendwelchen Abdeckungen und so weiter ein bisschen abgeschirmt von dem Ganzen, weil einfach der Bereich ziemlich eng ist da. Es gehen ja da Wasserleitungen vorbei, es sind Sensoren verbaut teilweise. Wir können einfach nicht abschätzen, wie heiß das wird, was, ob das problematisch wird, wenn die Teile eben so nah beieinander sind. Und zusätzlich haben wir noch in der Motorhaube die Öffnungen größer gemacht, die was wir eh schon immer gehabt haben, einfach damit dann die Stauwärme vom Motor direkt schöner ins Freie entweichen kann. Die Eckdaten von dem Motor gibt es noch nicht. Es gibt keine Erfahrungswerte, was so ein Motor mit einer Turboaufladung, mit dieser Turbogröße, mit dem Ladeluftkühler, mit dem Ansaugsystem leistet. Da gibt es noch nichts. Das ist wie gesagt ein Prototyp. Ob es funktioniert, das müssen wir dann am Prüfstand herausfinden. Wir sind guter Dinge, dass das alles passt. Und somit müssen wir euch da auf eine ungewisse Zeit vertrösten und wir müssen selber dann schauen, was dabei rauskommt. Die Ölwanne ist in dem Fall komplett Eigendesign und Eigenproduktion von uns selbst. Wir haben uns da selbst versucht bei der Entwicklung von dem Ganzen.